Sag mir mal jemand, wie man ein Facecam-Video aufnimmt. Das allererste jemals. Nach 5 Jahren YouTube. Ohne es weird zu finden. Ohne einfach sich komisch zu fühlen. Aber ich denke mal, da kann man nicht viel gegen machen. Ich habe auch gerade nichts auf meinen Monitor laufen und das verunsichert mich übelst. Weil ich sonst wenigstens, ich habe hier rechts von mir, links. Also für euch rechts, für mich links auf jeden Fall ist ein Monitor. Und da habe ich immer den Chat aus den Streams. Und mit denen kommuniziere ich sonst immer und die sind jetzt einfach nicht da. Und ich bin jetzt einfach so full alleine. Wisst ihr, das ist wie, als würde eure Freundesgruppe nicht hinter euch stehen oder so. Viele haben gefragt, ich weiß nicht, ob man das macht, in die Cams zu gucken, aber viele haben gefragt. Viele wollten es wissen. Und so sehe ich aus tatsächlich. Nach 5 Jahren YouTube, 5 Jahre spiele ich jetzt Minecraft aktiv und lade dazu aktiv Videos hoch, außer mal eine kleine Pause. Aber sonst kommen aktiv Videos und ich habe mich nie geleakt, nie gezeigt. Immer mein äußeres Ich verheimlicht. Und es, ja, man kann sagen, es gibt viele Nachteile dafür. Aber das Ding ist, ich habe in letzter Zeit vor allem mehr Vorteile gesehen als Nachteile. Es kann unfassbar viel geiler Content kommen, ne? Also wir können alles machen, was man in Real Life macht. Also wenn ich über eine Schere erzähle, kann ich euch meine Schere zeigen. Ich kann euch meine Brille zeigen, wenn ich wieder. Digga, das war ja so unprofessionell. Wenn ich wieder dingse, weil ich zu blind bin. Ich kann den Chat von hier aus nicht lesen, obwohl der Monitor 50 cm von mir wegsteht. Und vor allem das Beste ist, dass man Reactions, also sowas wie Reactions oder auch generelle Reaktionen zum Game, zu Minecraft, kann man jetzt immer sehen. Egal ob in den Streams, in den Videos oder whatever. Ich muss dazu auch direkt sagen, Streams werden nur noch jeden Montag, Freitag, Digga, Montag, Donnerstag und Freitag kommen, ab 18 Uhr jetzt, als kleine Streamplanänderung. Das liegt ganz einfach daran, dass ich das Wochenende jetzt brauche. Bald beginnt wieder die Motorrad-Season und die meisten Motorradsachen sind halt samstags und sonntags von 18 Uhr ab an oder von 19 Uhr, da wo ich immer gestreamt habe. Und ich will halt durch das Faceleak-Ding jetzt, was ihr jetzt gerade seht, ich will unbedingt, also wirklich richtig, richtig gerne, will ich Motorrad-Vlogs jetzt auch mit Face machen. Also, dass man ab und zu mein Gesicht sieht, wenn man es halt sehen will. Oder sehen muss. Ey, ich bewege mich die ganze Zeit, weil ich noch so aufgeregt bin. Ihr seht ihr, wie ich rumzappel. Aber das wäre halt einfach ein Traum. Und ich will halt auch, oder ich habe für die Motor-Vlogs vor allem jetzt ab 1.3. ein geiles Projekt vorbereitet. Die Leute aus dem Stream werden es ja wissen. Ich habe mir auch eine neue Maschine bestellt beim Händler und schon den Kaufvertrag unterschrieben. Also nicht ich, sondern jemand anderes für mich, weil ich bin ja 17. Kann man ja nicht. Aber ich denke mal, man versteht schon, worauf das hinauslaufen wird. Ich habe da sehr viel Bock auf geilen Real-Life-Scheiß. Und ich muss ja auch mal Danke sagen. Einfach mal Danke von Auge zu Auge sagen, auch wenn es mir schwierig fällt, in diese Kamera zu gucken. Oder hier komplette Schweißattacken zu bekommen, weil es für mich einfach noch super weird ist hier links. Hier links ist auch die ganze Zeit OBS offen bei mir. Ich gucke da nicht die ganze Zeit hin. Ich will da auch gar nicht hingucken. Weil ich muss es hier nach auch noch schneiden. Also es wird sehr besonders. Aber ich muss mal Danke sagen. Von Auge zu Auge an all die Jungs, die in den Streams spenden, die sich die YouTube-Videos angucken, die in den Streams Subs da lassen, die an sich alleine reinsubben. An mein Team. An all die Boys. Guck mal diesen Stuhl, seht ihr den? Warte, ich zeige euch den. Seht ihr den? Guck mal, wenn ich mal ranzoome, da steht Velation AKPR, der ist Custom. Also, die Patches sind custom. Der Schuh ist unfassbar geil. Grüße gehen raus an Backforce. Aber das Ding ist einfach, dass all das, was hier steht, die Kamera, unfassbar kranke Kamera, die Softboxen, dieses Mikrofon hier, die ganzen Verbesserungen in den letzten Monaten sind durch euch gekommen. Das ist einfach so. Und da muss ich jetzt für das Mikrofon in die Hand nehmen und mich festhalten, weil das was ist, was. Dafür kann man nicht nur Danke sagen. Das geht nicht. Aber ich kann nur Danke sagen. Ich danke euch für den Support. Ich produziere mit dem, was ihr gibt, was ihr an Support da lasst, versuche ich immer bessere Videos zu produzieren oder aktiver zu werden, vor allem aktiver zu werden, das ist eigentlich das größte Ziel momentan. Und ihr ermöglicht Dinge, die für mich, wo ich 12 war, wenn ich überlege, um das hier jetzt mal in eine emotionale Richtung zu bringen, wo ich 12 war und mit YouTube angefangen habe, habe ich hiervon geträumt. Ich habe davon geträumt, irgendwann mal mich zu zeigen, mein Gesicht zu zeigen, stolz auf das sein zu können, was ich bin, und das bin ich über alles. Übelst selbstverliebter, abgehobener Spaß. Ich freue mich einfach, dass es jetzt so funktioniert. Alles. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass mich irgendwelche Schulkameraden plötzlich irgendwo sehen. Egal wo, ich weiß nicht wo. Und die dann irgendwie in der Schule zu mir kommen und so sagen, also in der Berufsschule und so sagen, ey, sag mal, machst du YouTube? Oh, Bruder, das wäre so unangenehm. Das ist meine einzige, ganz, ganz große Angst. Das ist bekannt. Also die Leute, die ich kenne in Real Life, so zu mir kommen und sagen, bist du eigentlich Relation? Oh Gott. Oh Gott, nein, 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 tut mir das nicht an. Behaltet das für euch, wirklich. Was halt auch generell ein riesiger, riesiger Vorteil von der Facecam jetzt ist, ist einfach, guck mal, wir haben hier ein offenes Zimmer.
Wir haben im Stream ganz oft, ich muss das Mikro mitnehmen, wir haben im Stream ganz oft super geile Musik am Laufen. Und ich vibe so mit, weil ich das einfach fühle. Wir haben jetzt ein offenes Zimmer, ich kann hier aufstehen, ich kann mich bewegen, ich kann alles tun, wisst ihr, wie ich meine? So, ich kann euch nicht meine Titten zeigen oder meinen Arsch oder meinen Schwanz oder so, das geht nicht. Aber sonst ist halt alles drinne. Ich kann euch, warte mal, zeigen, dass ich eine unfassbar unnötige Perücke in meinem Zimmer habe. Ich habe hier auch noch voll viele Kostüme. Das ist alles hier. Und damit können wir jetzt einfach richtig geilen Content produzieren, verdammte Scheiße. Guck mal, da hinten, da wo jetzt so aufgeräumt ist, ne? Da könnt ihr mir gerne mal Props geben. Das war so dreckig vorher. Es war so dreckig vorher. Da war vorher alles voll mit Papieren und ich habe in den letzten anderthalb Wochen, wo ich diese Facecam aufgebaut und eingerichtet habe, weil es unfassbar viel Software und Hardware-Shit ist und ich keinen Typen habe, der das macht, sondern ich alles alleine machen muss. Danke übrigens auch an meine Technik-Guys übers Internet, die mir geholfen haben. Musste ich da alles wegräumen und aufräumen. Jetzt habe ich da meinen Helm hingestellt und mein, also da ist so ein Visier, warte, ich zeige euch das. Das ist so ein durchsichtiges Visier halt einfach nur, weil mein Helm ist ja getönt eigentlich. Meine zwei Handschuhe. An jeden Motorradfahrer, das ist nicht zu empfehlen. Kauft euch in keinem Fall diese Handschuhe von Amazon. Die sind mir nach anderthalb Wochen auseinandergefallen und bisher hatte ich noch kein Geld, mir neue zu kaufen. Und guck mal, warte. Sieht man das? Guck mal, wie kaputt die sind einfach. Das ist so zum Kotzen. Richtig schlimm. Kauft euch die nicht. Auf jeden Fall ist halt das der Background. Ich finde das auch geil eigentlich. Ich finde das passt zum Vibe. Ich habe überlegt, das habe ich auch getweetet. Ich habe überlegt, ob ich sage, hey, ich mache auch so LED-Shit im Hintergrund. Ich habe hier zu... Warte, oh mein Gott, ich stehe die ganze Zeit auf. Pass mal auf, warte. Krass, oder? Ich habe hier so einen Leuchtstab. Den kann ich auch abmachen. Guckt, so ein. Oh mein Gott, es ist kaputt gegangen. Scheiße. Och nee. Warum? Guck mal, das Teil ist einfach von der Halterung abgeflogen. Egal, es hängt noch, aber das habe ich im Hintergrund. Das wird aber wahrscheinlich selten an sein, weil ich muss sagen, mir gefällt es ohne besser. Ich kann auch zum Beispiel hier, pass auf, cooler Knopf. Zack. Jetzt ist dunkel. Das wird dann so abends der Stream-Vibe sein, schätze ich mal. Aber wir werden ja sehen, was kommt und wie es kommt. Auf jeden Fall weiß man jetzt, wie ich aussehe. Ich muss auch dazu nochmal announcen für alle, die jetzt bisher geguckt haben. Im Let's Play, nicht wundern, Disclaimer, im Let's Play wird es nicht ab nächster Woche eine Facecam geben. Auch nicht ab übernächste Woche. Das tut mir leid, in den Streams könnt ihr immer mein Gesicht sehen. Könnt ihr mal rüberkommen und mal einen Schmatzer da lassen. Aber in den YouTube-Videos, die sind halt unfassbar krass vorproduziert. Das habe ich ja schon erzählt. Ich hänge mich da die ganze Zeit schon rein, dass wir irgendwie aufeinander kommen. Aber es ist unfassbar schwierig, Content einzuholen, wenn du 4 Monate im Voraus bist. Seid mir da nicht sauer. Aber wenn die kommt, werdet ihr es mitbekommen. Dann werdet ihr mein Gesicht überall sehen. Zwischendurch werden aber auf YouTube auf jeden Fall auch wieder Videos kommen. Also irgendwie mal ein Talk zwischen hier, Chat und mir. Habe ich übel Bock drauf. Irgendwas Cooles auf jeden Fall. Und wenn nicht... Geht's ab 1.3. ab nächster Woche für euch. Ab nächster Woche geht's wieder auf dem Motorvlog-Channel los. Da werden wieder geile Motorvlogs kommen und ein geiles Projekt, was ich mir überlegt habe. Ich weiß gar nicht, wie ich das beende. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, euch hat gefallen, wie ich aussehe. Ich hoffe, so sexy wie erwartet vor allem. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in Zukunft mit unfassbar kranken, sehr, sehr nicem Content wieder. Bis dahin, Jungs. Lasst ein Like da und ciao. Looks like you lost another one.